Hallo und willkommen zu einer weiteren Kettenreaktion. Heute im Visier McDonald's Ungarn, genauer gesagt der Erős Pistás Beef Burger. Das ist mal wieder ein spezieller regionaler Burger, den es nur in Ungarn gibt. Namensgebend für den Burger ist hier Erős Pistás, eine scharfe ungarische Paprikapaste, bestehend aus roher, gemahlener, scharfer Paprika. Das kann zum Würzen von allerlei Gerichten, Suppen und sonstigem verwendet werden. McDonald's Ungarn ist den Weg gegangen und hat sie auf einen Burger gepackt. Echt eine gute Entscheidung, muss ich sagen. Ich habe mir den Beef Burger geholt. Es gibt das Ganze aber auch noch als Chicken-Variante. Der Preis ist für ungarische Verhältnisse tatsächlich recht hoch, beziehungsweise ist Ungarn generell nicht so günstig, wie man es sich so vorstellt. Also der Einzelpreis belief sich auf ganze 1590 Forint. Das sind umgerechnet ca. 4,20 Euro, also schon happig. Zudem hat der Burger 399 Kilokalorien. Als Zutaten haben wir hier ein recht dickes Beef Patty, einen würzigen Paprikakäse, dick geschnittene Zwiebeln, Salat, Tomaten und die anfangs erwähnte Erős Pistás Soße in einem Standard-Sesam-Bun. Geschmacklich konnte der Burger doch echt gut punkten. Erstmal ganz allgemein muss man sagen, dass er für McDonald's-Verhältnisse doch echt scharf war, aber jetzt auch nicht so scharf, dass man ihn nicht mehr genießen kann. Es zwiebelt aber dennoch ganz schön rein. Wer also auf Schärfe steht und zufällig in Ungarn ist, der sollte den Burger auf jeden Fall mal probieren. Die Soße ist echt auch umfangreich vorhanden, sodass nicht nur die angesprochene Schärfe, sondern auch der würzige Eigengeschmack dieser Soße gut durchkommt. Zudem macht es das Ganze natürlich auch wieder schön cremig. Der Burger selbst ist vom Umfang her zwar recht klein, also auch das Beef Patty, dafür ist dieses jedoch echt schön dick und saftig. Nicht so trocken und labberig wie jetzt die kleinen Standard Patties der Basics Burger. Das hier ist doch eine deutlich dickere und fleischigere Variante. Daher kommt auch richtig schön der Rindfleischgeschmack durch. Der Paprikakäse, wahrscheinlich so eine Art Cheddar mit Paprikastücken drin, kam meiner Meinung nach jetzt nicht so gut durch. Ich habe ihn jetzt leider nicht so intensiv wahrgenommen. Eigentlich echt schade, da es doch ein wirklich besonderer Käse ist, den ich so noch nirgends bei einem McDonald's Burger gesehen habe. Dafür hat man jedoch umso mehr die wirklich dick geschnittenen, frischen Zwiebeln und den Salat gespürt, die beide echt umfangreich vorhanden waren. Die Zwiebeln haben dem Ganzen eine wirklich schöne rustikale Würze gegeben, sodass man beim Reinbeißen echt so diesen ländlichen, rustikalen Farmergeschmack hatte. Oder als würde man sich selber so einen Burger zubereiten. So hat es geschmeckt, fand ich. Durch die Dicke der Zwiebeln und den ganzen Salat hatte man zudem auch noch ein paar schöne, knackige Texturen, die das ganze Erlebnis dann nochmal aufgewertet haben. Die frischen Tomaten haben das Ganze dann zudem auch echt schön saftig gemacht. Gemeinsam mit dem Fleisch und der Soße war das wahrlich keine trockene Angelegenheit. Auch das Brot war nicht zu dick diesmal, sondern wie meistens auch schön fluffig und weich und bestens geeignet, um die ganze Chose ohne Komplikationen zusammenzuhalten. Ein wirklich leckerer Burger, dem ich daher 8 von 10 Punkten auf der Fastfood-Skala gebe. Für jeden zu empfehlen, der auf scharfe, rustikale Burger ohne viel Schnickschnack steht. Das war's auch schon wieder von dieser kurzen Kettenreaktion. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst dem Video doch gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das würde mich echt riesig freuen. Schaut ansonsten doch auch gerne mal bei meinen anderen Social-Media-Kanälen vorbei und lasst mir auch dort ein Follow da. Ich habe alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten macht's gut, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!